Hallo liebe Pfeifenfreunde hier auf YouTube, Bombardonius Pfeifentagebuch. Wie ihr seht, gibt es mich auch mit Brille. Ich muss zurzeit auch viele Mundstücke polieren und um da auch noch feinste Riefen erkennen zu können und zu beseitigen. Das strengt die Augen eben doch ein bisschen an und da hilft mir die Brille ein bisschen unterstützend, diese Dinger zu finden und gleichzeitig eben die Augen auch ein bisschen zu entlasten. Daher heute mal ein Video mit Brille. Ja, ich möchte eines meiner angekündigten Projekte mal beginnen, nämlich ein paar Pfeifenparaden abhalten und die Mädels hier auftanzen zu lassen. Und ich möchte mit einer der ersten Sammlungen beginnen, die ich angekauft habe. Das war die Sammlung eines älteren Herrn, ein bekennender Filterlosraucher. Und was mir an dieser Sammlung besonders imponiert hat, war eben da sehr schöne Stücke drin zu finden an filterlosen Filigranpfeifen von Serienherstellern und teilweise auch Handmade. Wie man sie, wenn man heute so durch die Kisten, Kästen, Schubladen und Regale der Pfeifengeschäfte, wenn man da so schaut, wie man sie eben heute an sich kaum mehr findet. Und da blicke ich doch mit ein bisschen Wehmut in die alte Zeit zurück, in die Blütezeit des Pfeiferauchens, wo eben teilweise eben auch eine Filigranität und Eleganz da gewesen ist, wie man sie heute nicht mehr unbedingt so vorfindet. Daher denke ich, dass diese Pfeifenparade einige recht interessante Stücke für den geneigten Zuschauer bereithält. Ich habe auch, ich habe auch einen Großteil dieser Sammlung behalten, mich dabei gleichzeitig von einigen meiner alten Stücke aus meiner Sammlung getrennt, damit es hier eben nicht überhand nimmt und zu viel wird und das Ganze eben auch noch, sage ich mal, in einem gewissen Turnus rauchbar bleibt und gleichzeitig auch breche ich mit dieser ersten Pfeifenparade ein bisschen schon mit dem Vorhaben, das Ganze relativ kommentarlos abzuhalten. Das Ganze soll ja ein bisschen dem Zweck dienen, hier so ein kleines Pfeifennachschlagewerk zu bekommen nach und nach und dabei sowohl bekannte als auch unbekannte Pfeifenmarken und Modelle vorzustellen. Aber diese Sammlung hat mir eben, wie gesagt, aufgrund ihrer ganzen Ausrichtung und der ausgewählten Stücke, die da zusammengetragen wurde im Laufe eines langen Pfeifenraucherlebens so imponiert. Und wie gesagt, einige Stücke sind auch hier geblieben, sodass ich da mich doch bei der einen oder anderen eines persönlichen Kommentars gar nicht enthalten mag. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich nehme, würde fast sagen, das sind jetzt ungefähr 30 Pfeifen, dass vielleicht diese Sammlung auch jetzt in mehreren Teilen hochgeladen wird, um nicht 30 Pfeifen in einer Stunde jetzt hier in einem Riesenvideo zu haben. Versuche ich das Ganze mal ein bisschen zu splitten und fange jetzt mal mit den Stanwell-Pfeifen, würde ich sagen, an. Der Ralf hat kürzlich in seinem Weihnachtsvideo 2012 die schönen Seiten nochmal sehr für die alten Stanwells geschwärmt und genau das ist es, was ich jetzt bei diesen Pfeifen auch erlebt habe. Es hat mir wirklich wahnsinnig imponiert zu sehen, was Stanwell da früher für tolle Entwürfe und Modelle gefertigt hat und in welcher Präzision und Solidität und Ausgewogenheit diese Pfeifen heute noch da sind. Ich denke, ich zeige am Anfang kurz als Titel immer ein Bild der unaufgearbeiteten Pfeife und zeige dann die einzelnen Pfeifen im Video so schnell wie möglich. Gut, fangen wir also an mit den Stanwells. Fangen wir also an mit dieser Stanwell aus der Reihe Elegance mit der Shape Nummer 106. Ich habe jetzt noch Handschuhe an, weil
die Pfeifen teilweise noch nicht fotografiert sind und noch nicht katalogisiert und was weiß ich was alles da zu dem Wahnsinn dazugehört. Und die möchte ich jetzt noch nicht allzu sehr betappen, bis das alles erledigt ist. Also daher das Brimborium auch mit den Handschuhen. Okay, Stanwell Elegance 106. Ab der Shape Nummer 100 gab es da bei Stanwell bis zur Shape Nummer 106 eben solche extremen filigranen Pfeifen. Ich muss sagen, diese Pfeife hat mir wirklich die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil mit dieser Pfeife an die Poliermaschine zu gehen, da ist das Risiko, dass sie einem aus der Hand gerissen wird, natürlich irgendwie sehr groß. Und bei einer Pfeife mit so einem dünnen Mundstück, und wirklich so einer filigranen Leichtbauweise, die Pfeife wiegt 18,8 Gramm, wäre die mit Sicherheit bei der leisesten, beim leisesten Flugschrott gewesen. Dieses Modell ist mir also als erstes in die Augen gesprungen. Das ist unglaublich. Es hat ein Steckermundstück, natürlich eben ohne Filter, das ist ganz klar. Ich habe hier ein bisschen das Problem, dass ich bisher, sie ist noch nicht beraucht, aber ich habe bisher das Steckermundstück noch nicht rausgebracht. Das sitzt fest. Die Pfeife ist soweit gereinigt und gesäubert und alles. Aber ich nehme auch an, dass bei den ersten Rauchvorgängen hier sich das Mundstück dann auch mal lösen wird. Es ist mir nicht ganz klar, ob diese Pfeife von Sixten Iverson modelliert wurde. Es soll da noch kleinere Varianten dieser Pfeifen geben. Es ist eh schon eine Pfeife mit einem relativ kleinen Füllvolumen. Es soll da noch kleinere Shapes geben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das kleinere, also definitiv von Sixten Iverson, oder aber ob auch diese 106 von Sixten Iverson gestaltet wurde. Selbiges gilt dann auch für die Nummern, die drunter liegen, also 105, 4, 3 und so weiter. Ich habe gesehen, dass es auch aktuell unter den Stanwell Revivals da Neuauflagen dieser Pfeifen gibt. Also zum Beispiel von der Shape Nummer 105 habe ich gesehen, sind diese Pfeifen erhältlich. Diese hier hatte auf dem Mundstück ein S ohne Krone, soweit da die Datierungshandbücher oder Datierungshilfen Aussagen treffen, war das S ohne Krone bei Stanwell so etwa bis in die 60er Jahre üblich. Also vermutlich stammt diese Pfeife, bei der es sich um keine Revival handelt, aus den 60er Jahren. Und das da hinten, da bräuchte ich jetzt wirklich eine Lupe, habe aber keine. Man sieht also hier hinten Stanwell und drunter ganz leicht und fein, was ich aber ohne Lupe nicht lesen kann, Elegance oder Elegance. Und irgendwo hier ist dann auch noch die Shape Nummer 106. Zu finden. Ja, so in etwa. Müsst ihr euch auf mein Wort verlassen, dass es sich um eine 106 handelt. Hier nun eine hübsche sandgestrahlte Stanwell, auch mit älterem Stanwell-Logo und Registrierungsnummer, was die Pfeife zeitlich wahrscheinlich auch in die 60er Jahre ungefähr hinein verlegt. Man kann bei der Pfeife, hier steht Stanwell, die ist die Registrierungsnummer drunter zu sehen, Handmade, made in Denmark. Und
unter dem Silberband, vermutlich ein Silberband, lugt eine 9 hervor. Und die genaue Shape-Nummer ist aber nicht wirklich erkennbar, weil eben verdeckt durch das Silberband. Und anhand der Shape-Liste zu Stanwell, die ein gewisser Basil D. Stevens so circa um 2009 verfertigt hat, würde ich daraus schließen, dass diese Billardpfeife die Shape Nummer 95 trägt, art verwandt ist mit der Stanwell Shape Nummer 86 und beide Billards im Design von Sixten Iverson stammen. Bei der Pfeife hier die hat ein bisschen mehr mitgemacht als die eben gezeigte 106. Hier den Kopfrand sauber zu kriegen, der war ziemlich verkokelt und verkohlt. Das war schwierig, ist mir nicht vollständig gelungen, aber ist mir doch ziemlich gut gelungen, die wieder hinzukriegen. Ob dieses Silberband original ist, kann ich leider auch nicht sagen. Ich vermute es allerdings fast, weil wenn ich das Mundstück abnehme, dann finde ich da keinen reparierten Holmriss im Holm. Also würde ich fast vermuten, dass es original ist, weil sonst wäre das ja eigentlich auch unnötig, das Silberband. Okay. Vermutlich Stanwell Shape Nummer 95. Ja, diese in meinen Augen bestechend schöne Stanwell Brasilia ohne nähere Shape-Bezeichnung stammt vermutlich aus den 70er Jahren. Sie kommt noch dazu mit einer vergleichsweise wunderschönen Maserung daher. Diese Brasilia-Serie heißt so vermutlich, weil die Hornapplikation dieser Pfeifen aus brasilianischem Horn besteht und ja, soweit ich das eben eruieren konnte, so aus den 70er Jahren dann stammte. Die Pfeife ist eben gestempelt. Stanwell Brasilia Made in Denmark und dann mal wieder einer der lästigen Händlerstempel von Diehl in München. Jo, das war diese. Diese ebenfalls außergewöhnlich schön geformte Stanwell Royal Rouge mit der Shape Nummer 202. Die findet sich in dieser Form nicht auf der von Basil Stevens geführten Shape-Liste. Dort wird unter 202 eine Lovat aufgeführt. Da kann ich die jetzt nicht unbedingt dazu rechnen. Ich vermute, sie stammt also vom Stanwell Logo her auch aus den 60er Jahren und ich hatte mit dieser Pfeife ebenso wenig Arbeit, wie man von den Bildern her ungefähr sieht, wie mit der davor gezeigten mit der davor gezeigten Brasilia. Die waren beide sehr gut in Schuss, die eben, würde ich sagen, vermutlich sogar noch aus den 60er Jahren stammend aufgrund des alten Stanwell-Logos. Stanwell Royal Rouge. Sie hat auch eine Registrierungsnummer irgendwo. Made in Denmark. Und hier die Shape Nummer 202. Irgendwo da, ja.
Hier ist die 202. Und ich glaube, hier war auch eine Registrierungsnummer drauf, genau. Hier unterhalb dem Standrail zu sehen. Und hier noch mit der alten Stanwell-Krone das Mundstück-Logo. Stanwell 202 Royal Rouge mit einem, sag ich mal, frechen Knick im Mundstück, in der Mundstückführung und in einem wunderbaren Zustand diese Pfeife. Jawohl. Ich zeige hier zwei Artverwandte. Das da hier ist die Shape Nummer 31 von Stanwell und das da hier ist die Shape Nummer 30 von Stanwell. Das sind, das hier ist die klassische Erdbeere. Und das hier ist ihre große, etwas größer geratene Schwester, die Nummer 31. Also die beiden Stanwell-Erdbeer-Shapes. Die sandgestrahlte fällt mit 33, irgendwas Gramm, circa 15 Gramm, leichter aus als ihre braune Schwester. Beide designt von Sixten Iverson. Und das Design wohl auch so wie etwa beide Pfeifen wohl aus den 60er Jahren stammend. Müsste ich mich für eine von den beiden entscheiden, würde ich wahrscheinlich sofort die glatte hergeben, weil wenn man sie sich jetzt hier so im Vergleich ansieht, sieht man doch, wie ungleich filigraner die Nummer 30 hier ausfällt, auch wie viel schöner das Mundstück gearbeitet ist. Und ich lege jetzt auch mal die 31, die ich schon mal in einem früheren Video gezeigt habe, weg. Und wir widmen uns noch mal kurz etwas genauer der sandgestrahlten klassischen Erdbeere der Nummer 30. Ich bin total froh, dass dieses Shape hier auch mittlerweile gelandet ist. Das ist sicherlich eins der schönsten Stanwell Shapes überhaupt. Ich denke, man vernarrt sich da sehr schnell, wenn man die mal in Händen hält und möchte sie nicht mehr hergeben. Insbesondere das Mundstück ist hier sowas von super schön designt, gestylt, gearbeitet, ausgedacht. Dass es wirklich eine wahre Freude ist und dagegen kann die ein und da kann die 31, die größere Schwester, nicht wirklich mehr mithalten. Auch bei der Pfeife war relativ wenig zu tun, ein bisschen Verkrustung am Rand und ein bisschen Cake und ein bisschen Polieren und das war's dann. Eine unglaublich schöne Linienführung bei dieser Pfeife hier. Schauen wir uns noch mal kurz an, was die Stempelungen sagen. Stanwell Modell Déposé, Handmade in Denmark und eben Shape Nummer 30. Vermutlich auch 60er, vielleicht 70er Jahre, diese Pfeife. Nochmal kurz um das Relief rumfahren. Also, so eine Erdbeere erfüllt einen, denke ich doch, unbedingt mit einem gewissen Besitzerstolz. Die habe ich noch nicht geraucht, die 31er habe ich schon geraucht, raucht sich hervorragend, ist auch bekannt dafür, dass dieses Shape auch noch zusätzlich zur Form schön halten
angenehmer, hervorragender Smoker ist. Gut, zum nächsten. Ja, hier zeige ich ein weiteres Shape vom Stanwell, bei dem es mich gerissen hat, als ich das erste Mal gesehen habe. Es hat mir einfach auch auf den ersten Blick wahnsinnig gut gefallen. Es handelt sich quasi um eine Art Mischung aus einer Dublin und einer Chimney. Also ich würde meinen, es ist eine Art Dublin-Kopf, der aber sehr hochgezogen ist. Und das Ganze bei einer relativ kurzen Pfeife. Auch sie hat ein sehr geringes Gewicht von 20 Gramm etwa. Und ich kann diese Pfeife leider nur in Einzelteilen zeigen, weil das war dann ein Pfeifenärger des ausgehenden Jahres 2012. Die ist über die Poliermaschine geflogen. Ich habe einfach die Sicherheitsvorkehrungen lange nicht angebracht. Jetzt habe ich es endlich gemacht und es hat mir auch schon wieder ein paar Pfeifen gerettet. In dem Fall besonders ärgerlich, weil das Mundstück mittlerweile, glaube ich, in vier Teilen da ist. Ich werde damit wahrscheinlich das Original Mundstück, das auch hier das alte Stanwell-Logo aufweist, das werde ich damit wohl verlieren, weil das ist auch in sich nochmal gebrochen, als ich versucht habe, den Zapfen da rauszubringen. Und ich denke, das ist dann damit als Originalmundstück verloren. Aber auch dies hier ein wunderschöner Pfeifenkopf, toll sandgestrahlt. Auch an der war nicht sehr viel zu tun. Rein äußerlich waren die Pfeifen aus dieser Sammlung eigentlich alle in einem mehr oder weniger guten Zustand. Aber was die Innenräume anging, soweit ich auch aus dem Gespräch mit dem Herrn dann das in Erfahrung gebracht habe, handelte es sich dabei um jemanden, der seine Pfeifen kontrolliert verschmutzen ließ, der wollte sie nicht zu Tode reinigen, der hat die einmal im Jahr vielleicht grundgereinigt und insofern war bei diesen Pfeifen im Rauchkanal und in der Zugbohrung einiges mehr zu tun als außen, bei den meisten zumindest. Ja, die wird irgendwie in die Reparatur gehen und ich werde schauen, was ich dann da wiederbekomme und ob man vielleicht das alte Mundstück doch noch retten kann. Diese Shape Nummer 609 ist bei Basil Stevens nicht aufgeführt in seiner Shape-Liste. Die Pfeife stammt vermutlich aus den 60er Jahren. Registrierungsnummer und das alte Stanwell-Logo und ein Pfeifenärger des ausgehenden und beginnenden Jahres 2012, 2013, 2013. Gut. Stanwell 1240, eine sehr hohe Shape-Nummer, aber eine klassische Form aus klassischer Zeit. Auch diese Pfeife vermutlich aus den 60er Jahren wiederum. Stempel mit alter Krone auf dem Mundstück, Registrierungsnummer und Modell-Déposé eingestempelt am Holm. Laut der Shape-Liste, die vom Stanwell Forum und Basil D. Stevens geführt wird, soll auch diese Pfeife von Sixten Iverson geformt worden sein. Ich hätte mich eigentlich fast von dieser Pfeife trennen wollen, aber zusätzlich zu dem, dass Sixten Iverson Vater dieser Form ist, kommt halt noch hinzu, dass gerade diesen Formen oder dieser Pottform oder auch im Allgemeinen diesen Stanwell Shapes eben auch vorzügliche Raucheigenschaften nachgesagt werden. Und von daher möchte ich sie jetzt auch mal behalten und auch die Stanwell-Sammlung aus dieser Sammlung mal möglichst zusammen behalten. Schauen wir sie uns noch ein bisschen näher an. Die hat mir eigentlich bei der Aufarbeitung ziemliche Probleme bereitet, vor allem oben am Kopfrand, weil sie da schon stark
tatsächlich verkokelt war, also verkohlt war. Das habe ich dann doch einfach radikal runtergeschliffen, in der Hoffnung, nicht neu beizen zu müssen. Und siehe da, diese Pfeifen waren wohl auch dann dementsprechend tief gebeizt, sodass mir an sich der Farbton sogar erhalten geblieben ist, obwohl ich schon ordentlich ran musste und da schon ein bisschen was runternehmen musste. Hier die Shape-Nummer 1240 Selected Briar. Unten heißt es Modell Déposé. Und hier Stanwell Registrierungsnummer Handmade und der relativ alte Stanwell-Stempel jedoch schon mit Krone. Ein sehr, sehr schönes, fast aufwendig geformtes Mundstück hier, auch in dem Fall gesattelt, könnte man das noch bezeichnen. Und eine, ja, klassisch ausgeformter, ein klassisch oder dänisch-klassisch ausgeformter Pottkopf. Und jetzt bleibt sie halt eben doch hier. Und ich glaube, das ist bestimmt keine schlechte Entscheidung. Obwohl sie mir jetzt formal nicht unbedingt so zu meinen, zu denen, wie ich sie vielleicht bisher alle gezeigt habe. Also sie ist jetzt nicht unbedingt filigran, sie ist halt eine kräftig gebaute Pot eben. Gut. Das ist jetzt sozusagen die letzte aus der Stanwell-Serie, die ich behalte. Jetzt zeige ich noch eine Scandia. Die werde ich allerdings dann tatsächlich hergeben. Gut, also bis gleich. So, und hier nun zu guter Letzt eine Scandia mit der Shape-Nummer 118. Und soweit ich das im Moment noch recherchiert habe, scheinen die Shape-Nummern von zum Beispiel Scandia als Zweitmarke von Stanwell dann auch zu korrespondieren. Also 118 Stanwell und 118 Scandia, das sieht einigermaßen gleich für mich aus. Das heißt, dass auch dieses Shape dann auf Sixten Iverson zurückgeht. Es ist dann eigentlich auch so eine Freeform-Pot-Variante. Dies ist unter diesen gezeigten Stanwells jetzt die einzige 9 mm Variante mit Ebonit-Mundstück und einer Kehlung eben jetzt hier im Gegensatz zu der vorher gezeigten im Kopfrand oben so eine Kehlung drin, Sattelmundstück auch, das hier seitlich jeweils noch abgesetzt ist. Kann mal zeigen, damit man sieht, was ich meine. Also hier sind auch im Sattel sind immer noch so, ja, achso, hier bin ich ja, sind immer noch so Kehlungen drin, seitlich zumindestens. Und wie ihr gesehen habt an den Eingangsbildern, diese Pfeife hat leider ein durchgebissenes Mundstück. Das Mundstück ist aber eben noch original. Und ich meine, ich denke, man kann mit solchen Sachen schon leben und so ein Mundstück auch noch im Prinzip durchaus weiter rauchen. Scandia made in Denmark und etwas schwacher zu lesen, der Stempel 118. Ja, gut, das war nun, würde ich sagen, die letzte aus diesem ersten Teil der vorgestellten Sammlung, und zwar die Pfeifen, die alle Stanwell betrafen. Lang genug ist es geworden, jetzt mache ich mich an den zweiten Teil und an den dritten und den vierten. Bis später. Ich hoffe, ihr habt da einige interessante Pfeifen sehen können. Ich war jetzt selber teilweise überrascht, durch die Recherchen nebenbei an diesen Pfeifen, dass sich die meisten jetzt doch also zeitlich so in die 60er Jahre datieren ließen und auf Sixten Iverson zurückgehen. Ein recht erfreulicher Kauf, würde ich sagen. Auch ohne das zu wissen, fand ich die Shapes, die ich da jetzt hier gezeigt habe, wirklich sehr, sehr beeindruckend, und sie stammen aus eindeutig der
gloriosen, großen Zeit von Stanwell. Gut, also bis später.